Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der dritten wöchentlichen Challenge von Pony Bridge 2, wo ich ja schon eine Episode dran gebraucht habe und quasi keinen Schritt näher gekommen bin. Mal gucken, ob ich das in der heutigen Episode lösen kann. Ich fände es ganz nett, wenn ich ehrlich bin. Also zunächst einmal machen wir hier mal unsere Spuren von der letzten Episode wieder weg. Diese ganzen Hydrauliken haben nicht wirklich was gebracht. Die Frage ist halt, wie bekomme ich die jeweiligen Streckenteile oder Brückenteile so weit angezogen, dass sie hier quasi entlang gehen. Ohne damit eben eines der Schiffe mit denen in Kontakt gerät. Ich denke, wenn wir uns auf eine Hälfte der Dinge konzentrieren, der Brücke, können wir es ja kopieren, weil es ja symmetrisch ist. Exakt eine Kopie, die ist spiegelsymmetrisch. Das heißt, wenn wir die eine Hälfte hinkriegen, haben wir die andere auch gelöst. Also konzentrieren wir uns einfach mal hier auf die Punkte B1, B2. Ich habe versucht, hier mit mehreren Hydrauliken das Ding anzuziehen. Ich habe hier mit einer Biegung versucht oder Krümmung versucht, es hinzukriegen. Klappt nicht. Eventuell ist auch hier die Idee mit Muskeln nicht so gut. Vielleicht sollten wir hier eher so etwas Stabileres machen. Vielleicht sogar hier noch ein Punkt dazwischen setzen. Moment. Genau mittig geht natürlich nicht. Zumindest nicht auf die Art und Weise. Und zwar hätte ich nämlich gerne hier etwas Stabileres in der Mitte. Ich hoffe, dass das stabiler ist als die Muskeln. So. Und ich würde halt wirklich gerne das Ding dann so anziehen lassen, dass es eben weit genug Rahmen reicht. Wir sehen hier, könnten wir theoretisch ausrechnen, wie groß der Winkel ist. Ja, wenn wir hier von 90 ausgehen, sehen wir es ja hier. Er muss etwa um 73 Grad, muss diese Brücke jeweils angezogen werden. Hier auch, nehme ich an, ja. Also 73 Grad. Das ist eine ganz schöne Strecke. Vor allem, weil er eben, wenn er zu sehr ranzieht, hier dann alles einreißt. Wir versuchen es jetzt noch einmal mit dem längeren Anschlusspunkten, wie wir es schon gemacht haben. Aber eben aufgrund meiner neuen Stabilisierung hier hoffe ich, dass es hinhaut. Wir hatten hier eine 45-46 Mischung. Die nehmen wir diesmal in der Reihenfolge. Das müsste einfach nur runterfallen, das ist egal. Weil mich interessiert wirklich nur der linke Teil. Das interessiert mich. Gut, der Überschlag an Prozenten war von der rechten Brücke, die zusammengebrochen ist. Mich interessiert nur das hier. Zieht er weit genug rein? Und zieht er nicht zu weit rein? Das sieht hier sogar gut aus. Solange er jetzt nicht urplötzlich reißt. Oder? Doch, das haut gerade so hin. Weil er im richtigen Moment immer hin und her wackelt. Oder auch nicht. Ein Müh weiter rein. Ein Müh weiter rein. Gucken wir ganz kurz. Das sind 4. Machen wir es umgekehrt. 46, 45. Und dann zieht er nur ein Stück weiter rein. Ich hoffe, dass es nicht zu weit ist, sonst reißt mir das hier nämlich auseinander. Ja. Da haben wir es schon.
müssen wir hier komplett auf Stahl gehen. Das sollte dann stabil genug sein, hoffe ich. Nein, er hält ja gerade so den Druck aus. Aber er zieht nicht weit genug rein. Dann haben wir beide 46%. Ich nehme mal, dass es jetzt reißen wird, weil jetzt zu weit reingeht, oder? Ja. Gib die Straße nach. Warum genau haut das nicht hin? Wo ist das Problem? Ich kann natürlich den Weg künstlich so verlängern. Die linke Seite klappt immer noch gar nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Das reicht nicht. Nee. Sieht man, aber wir wissen jetzt, dass wir hier noch mal ein bisschen höher gehen können. Gehen wir auf 46, 46. Das dürfte auch nicht reichen. Gehen wir dem hier die 47er frei. Oh, der ist ganz schön an Kante. Und da reißt er. Warum hältst du nicht? Warum willst du das nicht so mitnehmen? Das verstehe ich nicht. Wenn ich ihn jetzt ranziehe, reißt er hier. Also versuchen wir hier das einfach ein bisschen kompakter zu machen. Ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass es jetzt nicht mehr reißt, weil ich glaube, das Reinziehen ist jetzt okay. Kopieren, flicken hier rein. Na komm. Kopieren, flicken hier rein. Leider nicht. Geben wir die wieder in Muskeln. Das hat davor eigentlich auch ganz gut funktioniert. Versuchen wir es mal da mit so einem seltsamen Konstrukt da unten drin. Jetzt reißt der tatsächlich oben. Ich meine, wir kommen eventuell ein Stück näher. Eventuell. Na komm. So, das ein bisschen rausziehen, damit das hier ohne Probleme eindocken lässt. Schauen wir mal. Dieses Tohu-Bavohu. Es reißt aktuell nichts. Zieht er weit genug rein? Es könnte gerade so passen. Nein, da trifft's. Es muss tatsächlich noch ein Stück eingezogen werden. Aber jetzt wird's wahrscheinlich in der Mitte wieder reißen. Oder die Straße macht sich mehr mit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme hier gefühlt nicht weiter.
Reicht das hier schon? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas Einfaches reicht. Aber es wäre halt sehr günstig. Nee, natürlich nicht. Wie kriege ich das gemacht? Wie kriege ich so etwas stabilisiert? Ich bin mir da nicht sicher. Und es muss halt echt zu weit reinziehen. Das ist... Ich meine, das kann nichts werden. Das ist bisher nie was geworden. Also muss es eine andere Möglichkeit geben, das zu lösen. Ich weiß nur nicht, welche. Ich meine, ich könnte auch gucken, ob ich einfach die beiden Straßen komplett reinziehe. Aber das macht halt auch keinen Sinn. Wenn ich dieses kleine Stück nicht reingezogen bekomme, wie will ich dann so ein ganzes Brückenteil nah genug rankriegen? Hier links hat es noch gar nicht funktioniert. Das ist noch nie rangezogen worden. Weit genug. Eventuell den kürzeren Weg gehen. Und den großen Teil von oben ranziehen. Was sagst du dazu? Das wird nicht reichen vom Winkel her. Nee. Ich brauche den hohen Winkel. Sonst kommt das nicht nah genug ran. Mal sowas hier nach oben drauf. Und wir nehmen den hinteren Punkt für den hier. Ach, nicht mit Stahl, sondern mit Hydraulik. Gucken mal, wie das aussieht. Weil ich jetzt ein bisschen mehr Abstand habe. Das machen wir mal weg. Und wir passen das hier von den Prozenten her wieder an. Viel. Eins muss weiterziehen. Nehmen wir erstmal den unteren Teil. Jetzt ist es wieder zu weit. Jetzt reißt er hier wieder. Jetzt müsste ich das hier wieder stabilisieren. Ich weiß nur nicht wie. Meine äußere Part ist es, der jetzt wieder auseinandergeht. Ich will aber hier nicht mit einem Muskel hingehen. Immerhin. Wir haben einen Teil der Brücke hinbekommen. Ich kann jetzt theoretisch das hier... Das hier könnte ich jetzt hier nehmen, kopieren, drehen. Das hier ebenfalls kopieren und da reinmachen. Und die mittlere Brücke müsste jetzt funktionieren. Die Frage ist, geht es auch mit Holz? Es geht sogar auch mit Holz. Auf der einen Seite anscheinend nicht ganz. Warum, weiß ich noch nicht, aber da können wir gucken. Es ist sowas wie Fortschritt.
Und wir sparen wieder ein bisschen Geld. Warum macht das da jetzt nicht richtig? 45, 46, 46, 45. Ich nehme an, dass einfach der Abstand nicht ganz einkalkuliert ist. Ich habe es aber gedreht. Das ist perfekt gespiegelt. Ziehen wir das alles ein bisschen weiter nach rechts. Hier noch ein Stück nach links. Okay, das haut jetzt da nicht ganz hin. Will ich auch noch in Holz machen. Das Teil hier oben geht kaputt. Dann machen wir da einfach Stahl rein. Und dann sollte das jetzt hinhauen, oder? Gut, wir machen hier auch noch Stahl hin. Ist ein bisschen nervig, das Teil. Bricht jetzt das hier? Ja, es bricht noch. Bist du jetzt zufrieden? Klappt das jetzt? Nein. Es klappt nicht. Gut. Noch weiter nach rechts. Dann zieht er noch weiter rein. Immerhin! Die Mitte funktioniert. Yes! Es hat mich nur über eineinhalb Folgen gekostet, bis ich endlich den mittleren Teil hinbekommen habe. Jetzt müssen wir nämlich auf den äußeren Teil gehen. Yay! Dann machen wir das ähnliche Prinzip. Wir ziehen ihn einfach bis zum hintersten Punkt und hoffen, dass es funktioniert. Reicht nicht vom Winkel her. Das wird nicht reichen. Eigentlich müssen wir den noch weiter ziehen. Das heißt, ich meine, wir haben noch ein bisschen was an Geld übrig. Wir müssen darauf nochmal einen Turm bauen und von dem Turm aus jetzt die Verbindung bis dahin machen. Aber selbst bei 50% einziehen kriegt er das nicht hin. Nein, ich hätte schon gerne Verbindung. Okay. Nehmen wir den zweiten Punkt. Dann zerreißt's. Aber wir haben es hoch genug gezogen. Das heißt, wir versuchen es jetzt mit dem hinteren Ankerpunkt bis zu dem hier. Und schauen, ob wir da die Zahlen so anpassen können wir. Perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen hier einfach auch die 45-46 Variante. 45-46 Variante. Schauen wir mal. Jetzt auf einmal reißt die. Warum, weiß man nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch auf Stahl gehen. Und wahrscheinlich auch hier alles aus Stahl machen. Was allerdings kein so großes Problem darstellen dürfte. Wenn ich am Ende rüberkomme, sollte das hinhauen. Okay, jetzt müssen wir das Ganze nur einmal... Das Ganze... Kopieren, flippen und hier einfügen. Ach, so ein Schwachsinn. Moment. Kopieren, flippen und hier einfügen. Jetzt gucken wir uns nämlich auf die Seite mal. Ah, das wird zu viel. Wenn er beides einzieht, ist es dem zu viel. In Ordnung, wir müssen die Stabilisierung hier unten ein bisschen erhöhen. Ist natürlich jetzt wieder teurer, aber ich hoffe, dass das hinhaut.
Immerhin hat man ein bisschen Fortschritt hinbekommen. Eine von drei Brücken funktioniert, die mittlere. Und wenn ich jetzt eine der beiden Außenbrücken hinbekomme, kriege ich die andere auch hin, weil das kopiert werden kann erstmals. Es ist Kunst. Immerhin. Es sieht aber nicht sehr stabil aus, so wie das hin und her wackelt, wenn das hier hochzieht. Immerhin, die Belastung wird niedriger. Jetzt steigt sie gleich wieder an, weil das sehr nah aneinander kommt. Da ist es zu viel. Da ist es zu viel. Jetzt muss ich irgendwie unten den Kern stabilisieren. Nur wie kriege ich das hin? Es ist wieder ein bisschen Millimeterarbeit. Ich glaube, ich mache das wieder so, wie es vorher war. Soweit hat zumindest der innere Teil funktioniert. Interessant aber auch, dass es nur an der Seite bricht und nicht auf der Seite. Das ist spannend. Das heißt, links könnte es theoretisch funktionieren, nur rechts nicht. Also machen wir zum Abschluss der Episode noch Folgendes. Das raus. Das hier einfach 1:1 kopiert, geflippt, eingefügt. Und wir lassen das noch einmal laufen. Ich check nur ganz kurz, dass überall, wo die Dinger sind, hier die richtigen Zahlen sind. Ich denke, das haut so hin, oder? Machen wir mal 2er, sicherheitshalber. Wir gucken uns das nochmal an. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffentlich seid ihr beim Mixen dabei. Wenn es weitergeht, bei Polybridge 2... mit einer fast funktionierenden Brücke. Das muss noch ein Stück weit einziehen. Bis dahin einen schönen Tag und auf Wiedersehen.